Roger Schmidt, Hand aufs Herz, so ein Spiel schon mal erlebt? Ja, jedes Spiel ist anders, jedes Spiel ist neu. Also von daher ist das sicherlich so ein Spiel, was fast allen Spaß macht, vor allem den Zuschauern. Ich glaube, war Fußball damit mit offenem Visier oder vielleicht sogar ganz ohne Helm. Und war das kurios. Schade, dass wir es nicht die 3 Punkte nach Hause genommen haben. Für die Trainer allerdings wahrscheinlich ein bisschen mehr das Herzklopfen dabei, oder? Ja klar, wenn man 3-0 hinten liegt, dann tut das natürlich weh, weil ich natürlich auch weiß, dass meine Mannschaft und meine Spieler sich sehr viel vorgenommen haben. Und ja, aber wie gesagt, man darf nie aufstecken, und was dann in der Mannschaft drinsteckt, hat man dann gesehen. Und natürlich wollten wir ja gewinnen, aber vielleicht ist dieser eine Punkt aufgrund der Art und Weise eben halt besonders wertvoll. Was haben Sie mit Harvard Nielsen gemacht? Der hat heute irgendwie Bernd Schuster das beste Zeiten imitiert mit Schuhen von Usain Bolt. Irgendwie so hat das ausgesehen heute. Ja, Harvard ist ein guter Spieler. Das hat man auch heute gesehen, nicht nur wegen seiner Tore. Ich glaube auch, Walon Berisha hat, solange wie die Kraft gereicht hat, nach seiner Krankheit immer halt ein gutes Spiel gemacht, hat gezeigt, dass er immer halt auch eine absolute Verstärkung für uns ist. Also von daher klar. Aber wie gesagt, es ist sicherlich nicht angemessen, jetzt einen Spieler rauszustellen, weil die ganze Mannschaft natürlich in der zweiten Halbzeit eine wirklich gute Reaktion gezeigt hat. Ein Wort zum Handgaming noch am Ende. Gehört das dazu, auch zu so einer hitzigen Partie? Was war da genau? Ist irgendwas Schlimmeres passiert oder was ist da passiert am Ende jetzt? Nein, ist nichts passiert. Also das sollte man nicht überbewerten. Gehört dazu zu so einem Match, oder? Viele Emotionen? Nein, das gehört eigentlich nicht dazu, aber das ist halt so. Da muss jeder selber wissen, wie er mit so einem Ding dann umgeht. Aber keine Verletzung hoffentlich. Nein, ich bin nicht verletzt. Nee. Wie weit haben Sie es bewertet, dieses 0-3? Wie ist das eingeordnet worden, dieser Zwischenstand? Was haben Sie sich da gedacht? Ja, während des Spiels ordne ich gar nichts ein. Da versuche ich einfach noch irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, um es letztendlich in die positive Bahn zu lenken. Also von daher brauche ich das während des Spiels nicht bewerten, sondern einfach mich damit beschäftigen, was ich noch beeinflussen kann. Ne? Weil auch bei 3-0 sieht man ja, ist man nicht hoffnungslos verloren, sondern wenn man die richtigen Maßnahmen ergreift und die Mannschaft den entsprechenden Willen aufbringt, ist auch in so einem Spiel noch was möglich und wir hätten es ja durchaus auch gewinnen können. Ja, taktisch was verändert und in der Defensive auch personell stark was verändert der ersten Hälfte. Hat Ihnen das gefallen, wie die Verteidigung in der ersten Hälfte gestanden ist? Nein, natürlich hat uns das nicht gefallen, wie wir insgesamt gespielt haben. Ne? Und man hat sicherlich bei uns eine große Verunsicherung gesehen, ne? Dass wir eben halt auch mit der Situation zu kämpfen haben. Eben halt, es ist immer einfach gesagt, jetzt wollen wir eine Reaktion zeigen. Und man sieht dann einfach, dass es so einfach dann auch nicht ist. Und ja, aber wie gesagt, ich möchte ja jetzt auch nicht das überbewerten. Ich glaube, wir haben insgesamt in der ersten Halbzeit das nicht gut gemacht und haben einfach defensiv als Mannschaft nicht gut funktioniert. Und nach vorne hatten wir da auch schon unsere Aktionen, aber wie gesagt, das Defensivverhalten war nicht in Ordnung. Und da mussten wir natürlich reagieren, wir mussten offensiv wechseln. Wenn man noch 3 Tore schießen will, um das Spiel zu gewinnen, dann kann man natürlich nicht so weiterspielen. Sie sind jetzt genau 2 Monate in Salzburg Trainer. Haben damals gemeint, Sie werden Zeit brauchen, um die Mannschaft kennenzulernen. Kennen Sie die Mannschaft jetzt schon gut genug? Ja, solche Sachen auch erahnen zu können. Ja, ich sammle jeden Tag neue Erkenntnisse. Und auch so ein Spiel bringt mich als Trainer extrem weiter in dem Wissen um meine Spieler, auch letztendlich auch die ganze Situation bei Red Bull wirklich einzuordnen. Ich glaube, dass es nicht so ganz einfach ist, vielleicht wie Außenstehende sich das vorstellen. Ich glaube, dass die Spieler, man merkt, dass sie auch sich die Situation zu Herzen nehmen und immer halt auch Menschen sind. Und diese Erwartungshaltung dann letztendlich, der Erwartungshaltung standzuhalten und sich einfach nur aufs Spielen zu konzentrieren, ist manchmal gar nicht so einfach. Jetzt ist für Salzburg belächelt worden, ein bisschen, dass diese beiden Norweger verpflichtet worden sind. Wie wichtig war für Sie, dass die gleich in ihrem ersten Spiel gezeigt haben, dass die in der Süden Liga wirklich eine Verstärkung sind? Ja, das war uns eigentlich klar. Ob das jetzt sofort funktioniert, ist natürlich die Frage, gerade bei 19-Jährigen. Aber man hat gesehen, dass die Jungs Herz haben, dass sie fußballerisches Potenzial haben und uns auf jeden Fall weiterbringen werden. Aber das könnte ein Star werden in der Liga, oder? Der hat das Potenzial dazu, oder? Ja, man sollte nicht nach einem Spiel, man sollte keinen Spieler nach einem Spiel kaputt schreiben, man sollte aber auch nicht in den Himmel loben.